Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Quiz It Together. Wer wird Millionär? Staffel 2 mit mir, dem EdTP, und dazu haben wir dann auch wieder den Hannes. Ja. Ja. Hi. Gut. Danke. Und weiter geht's. Würde ich so vermuten, wenn ich sehe, dass du Bier aufmachst. Ja, das ist immer weiter. Oh, jetzt kommt was Cooles. Video Games. Das wird voll cool, Alter. Meinst du? Das truppen wir. Das fruppen wir? Das wuppen wir. Wir wuppen das. Gut. Was ich gerade sagen wollte, wo ich vom Klo gekommen bin, wo ich dieses Alter und dann gemacht habe. Hab ich gehört. Ich habe unser Lieblingskatzenvideo wieder gefunden. Nein. That boop your ass off, Cat. Ja! Die bounced einfach weg. Der Typ macht einfach mal übelst eine spontane Liegestütze und die Katze springt genau drauf, wenn er wieder mit dem Ass nach oben schießt und bam. Oh fuck. Ich hab Mortal Kombat nie gespielt. Außer hier dieses Mortal Kombat vs. DC. Ja! Johannes! Hast du gerade ein Ei gemacht? Genau deswegen haben wir keinen kennen. So sollte das gar nicht rüberkommen. Ja, natürlich. Der war nicht ausgestellt. Der war nicht ganz ausgestellt. Aber nur weil du das Mikrofon nicht schlagen wolltest. Hi, Johannes! Aber ich so, ja! Mit Hitler stimmt los. Ja, Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, wie die ganze Luft mal so wegfliegt. Oh nein. Scheiße. Wer spricht wie im Film Doc Brown in der Originalversion von Zurück in die Zukunft das Spiel? Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. Ach, Eddie. Martin Sheen, George Clooney, Bruce Willis von hinten, Christopher Lloyd. Was tust du? Ey, nicht Wikipedia. Oh Junge, jetzt mach mal was. Sind Sie sicher? Mal sehen, welche Antwort wir erhalten. Was? Du telefonierst? Ist ja wahr, Mann. Da gucke ich ja einmal aufs Handy und dann ruft er schon wieder an. Das geht doch nicht an, ey. Ich habe nie Zurück in die Zukunft das Spiel gespielt. Aber du hast einen Film geguckt. Da war ich 5. Ja, wer soll denn das gewesen sein? George, Bruce, Martin Sheen, hallo? Bruce Willis da hinten. Ja, Bruce Willis war ja bestimmt der Doktor. Sie haben Dr. Brown. Hey, manchmal du... Ja komm, wir hätten den Jogger eh sonst nie benutzt. Nein. Dann machen wir ihn einfach bei der ersten Frage weg. Ja, das ist sinnvoll. Wenn Basti zu welcher Reihe von... aus? Zu welcher Reihe von Videospielen gehören die Titel wie Legends of Rock and Roll 2? Guitar Hero. Na, das wisst ihr ja. Ja, aber ich habe Rockband viel lieber. Da hast du auch Schlagzeug und Mikrofon und eine Gitarre. Das hast du bei Guitar Hero nicht, so eine Gitarre. Das ist da Mangelware. Welches Spiel folgt auf Wii Sports, Wii Fit? Nee, Wii Sports Resort. We love Sports. We love to entertain you. We love Sports. Super Sport. Hier Lonely Island, We Love Sport. Wer ist keine Figur aus Street Fighter 2? Klitschko. Warum muss ich jetzt halt immer nur auf A klicken gerade? Was ist hier los? Die erleichtern dir das halt sehr. Aber wenn jetzt nochmal A kommt, dann will ich nicht mehr spielen. Heißt dann, da spiele ich gerade wieder mit und dann kriege ich sowas Simples. Ja, das spielst du ja allein. Wer ist der Protagonist von True Crime, Streets of L.A.? Oh, scheiße. Das Spiel habe ich sogar gespielt. Das habe ich gesuchtet damals. Oh.
Groß im Boot. Ich hab grad irgendwie im Kopf gehabt, dass es irgend so ein Chinese war, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Nick Kang. Nick Kang? Ja, könnte es wirklich hinhauen. Bitteschön. Ja. Ich wusste, es war ein Chinese. Im zweiten Teil war es so ein schwarzer Bulle. Das war sein Handy, nicht meins. Mal so nebenbei, ich spiele gerade und er ist aber nur schuld. Ich jetzt auch mal hier, nachdem ich zwei Wochen durchgeschuftet habe, ja. Wikipedia. Dass ich jetzt hier mal googeln darf, um Wikipediarieren. Du bist doch im Wiki-Zeitalter. Im Wiki-Alter. Ich bin im Wiki-Alter, ja, das waren meine Worte, wo ich auf Klo gegangen bin. Soul Reaver war das zweite Spiel in welcher Reihe? Hier Dingensen. Legends. Legacy of Kane, oder nicht? Ja, klar. Ich hab Soul Reaver nie gespielt. Tut mir leid. Oh, siehst du, dass Wuppen war? Ja, klar, rocken wir das. Ich pack jetzt Wuppen, auch das, nicht rocken. Wuppen. Ich pack jetzt auch das Handy weg. Ach, so, das kannst du? Dann kann ich ja mal wieder rausholen. Hab ich eine Nachricht bekommen? Hol ich meine Zeit auch wieder raus. Ja, das wird eine richtig geile Let's Play-Folge. Ja, es ist dein Kanal, oder? Ich mach, was ich will. Ja, bitte. Wie viele Jahre lagen zwischen dem Erscheinen von Street Fighter 3 und Street Fighter 4? Das weiß ich nicht. Oh, ziemlich viel, ne? Ja. 4, das kam für die PlayStation 3. Wenn ich ehrlich bin, ich habe den dritten Teil nie gespielt. Du bist, bin von 2 direkt auf 4 rüber. Ehrlich, ja. Klitschko. Letztes Mal war aus Klitschko. Immer Klitschko. Ich würde sagen 11. 50-50. Alter, wir sind gerade bei der siebten Frage. Ich ruppe uns bis zur siebten Frage hoch und du versaust es. Du hast immer A gedrückt und ich habe es richtig gemacht. Das ist die richtige Antwort. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt brauchst du nicht noch eine. Was ist denn los? Ich muss meine Niveau behalten. Ich bin hier krank und du musst mich vollstinken. Ich bin krank, Entschuldigung. Nehmen Sie sich die Zeit zum Rauchen, Alter, was? Wer die American im Bauch, oh Gott, oh, du weißt deine Stimme. Oh fuck, Alter. Ja, als ob du so weit weißt. Burt Reynolds. Seth Green, nee. Das ist Ihre Entscheidung. Jetzt sucht ihr das Spiel raus. Ich würde sagen, das war James. Sogar noch schön original verpackt. Erstmal die Folie abreißen. Damit wir das hier lesen können. So. Nie gespielt, das Spiel. Ja, für PC. So, finden wir das jetzt am besten raus. Hier hinten, glaube ich, muss ich irgendwo draufstehen. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. Ich überlege auch gerade, welche Person das war. Ich bin irgendwie der Meinung, das wäre dieser komische. Gut, das ist jetzt hier nicht mit drauf. Oh Gott, oh Gott. Der Reiseführer. So. Du guckst dir das durch, ich guck mir das durch. Guck dir nicht die hübsche Frau an. Wenn er das hier ist, dann ist das Burt Reynolds. Das ist Ihre Entscheidung. Geht um die Originalstimme, nicht um das Aussehen. Das muss doch alles zusammengehören. Napalm for your skin. Richtig gut. Meinst du, das findest du? Nö. Wir haben nur das Ganze mal durchlesen. Alter. Außerdem muss ich schon wieder schnauben. Jetzt guck doch mal nach hinten irgendwo, Mann. Ich such mal, wer Taschenkamera rauskommt. Ich sag Burt Reynolds. Hast du Einwände? Ja. Okay, welche? Sie könnten den Publikumsjoker einsetzen. Okay, was machen wir da? 50. Sand? Ja. Nee, ich nehme Burt Reynolds. Kadaboom! Diese Antwort ist korrekt. Super. Wusste ich so. Wozu habe ich dich hier eigentlich edit? Bei der Frage haben Sie Zeit. Sie müssen nicht mitziehen. Ist doch mir klar.
Oh, wann ist ein Super Mario Kart erschienen? Boah, welcher? Super Mario Kart. Alter! Das habe ich jetzt hier leider nicht unverpackt. Original verpackt. Weißt du, was das Lustige ist? Das Spiel habe ich mir damals von einem Typen ausgeliehen, dessen Freundin ich lieb gehabt habe. Er hat mir das Spiel mal ausgeliehen, das habe ich ihm nie zurückgegeben. Solche Geschichten sind nicht so, auf du stolz sein kannst, mein Freund. Ich finde es nur schön, dass ich das Spiel habe. Lass mal lieber gucken, wann ihr Super Mario Kart. Du machst mir heute echt keinen Spaß, weißt du das? Ich habe für dich das Spiel rausgekramt. Ja, toll. Aber Super Mario Kart, was war ja hier Super Nintendo? Deswegen ist es nicht 2000. 96 ist auch zu spät, glaube ich. 92, 88. Wenn ich raten müsste, würde ich 92 sagen. Ja. Ja. Ich bin 92 geboren, Alter. Ich konnte nur 92 nehmen, bestes Jahr und so. Ich hab's genommen. Ich hab zugestimmt, du hast ja auf mich gewartet. Du wolltest mein Einverständnis. Sehr lieb von dir. So bin ich. Sehen Sie sich's gut an. Kraftfelder, Fische. Was? Wie kommen wir von Kraftfelder auf Fische? Ja, Hühner, Bomben und. Was für eine Kombi? Bomben und Puppen sind Hindernisse in welchem Rätselspiel von 1987? Boah. Okay. Mysterium. Also Bruce Lee klingt nicht so nach einem Rätselspiel. Was mich jetzt gerade so verwundert, dieser Zusammenhang zwischen Hindernissen und einem Rätselspiel. Was haben Hindernisse mit einem Rätsel zu tun? Kistenrätsel bei Tomb Raider sind ein Hindernis auf jeden Fall. Ja, siehst du. Aber die sind da nicht so auf. Es war Kraftfelder, Fische, Hühner und Bomben und Puppen und Bitches und Snitches und Witches und. Ja. Ja. Gute okay. Frage. Mystery House XOA. Lass mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab gar keinen Plan. Also Mystery House wäre jetzt das am logischsten klingende. Lass mal Publikum fragen. Ja. Ich sage Handy aus. Ah. Ich sage Handy aus. Ich guck ruhig kurz. Ich guck auch die ganze Zeit, von daher kannst du auch mal gucken. Willst du auch mit deinen Itches schreiben? Wie hast du die genannt? Inches, Alter. Inches. Wo ist das? Kaboom! Hallo, ich hab das Handy in der Hand. Du musst jetzt die Maus nehmen. Oh, Entschuldigung, meine Maus. Zaubermaus. Nimm mich. Bruce Willis von hinten. Na, Bruce? Bruce Wayne, ich bin Batman. Ich bin Batman. Läuft ja mal wieder richtig gut, wa? Ja. Videospiele, Alter. Ich glaube, bei den anderen sind wir auch gar nicht so unweit gekommen dafür, dass es zum Beispiel Fußball war oder Allgemeinwissen. Fußball sind wir auch nicht mal so schlecht gewesen dafür, dass wir eigentlich die meiste Zeit fast nur geraten haben. Hallo, ich habe nur gespielt, ja. The Legend of Zelda. Ich glaub, dass ihr wusst. Welches Schriftsteller ist benannt? Die wurde nach einer Frau benannt? Ich weiß nur, dass... Das ist nur eine Ehefrau, wurde von dem Schriftsteller. Das Robin Williams Tochter Zelda heißt. Aber der hat dann auch das Spiel benannt. Mein Onkel hat seine Tochter Lea genannt und nennt sie dann immer Prinzessin. Finde ich total cool. Prinzessin Lea. Ja. Da hört man richtig raus, dass er ein Star Wars Fan ist. Ein Star Trek Fan. Ich sag nur Star Wars. Das wäre jetzt mies. Ja. Was so lustig ist, seine Freundin wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass es da eine Star-Wars-Anspielung ging. Deswegen fand ich das sehr lustig, wo er das durchgesetzt hatte. Gut, wir könnten jetzt 50-50 und raten. Sie könnten den 50-50. Okay, er hat's gesagt. Den Elliot über, nehmen wir Elliot. Computer, entferne zwei falsche. Ich mag Missy Elliot. Und lasse eine falsche Antwort.
Who's your bitch? Who's your daddy? Who's your daddy? Von Necro, der Song ist so geil. Oh! Es tut mir leid. Ja, wir sind ja auch weit gekommen. Aber darf ich ehrlich sein? Ich hatte wirklich so ganz kurz an dieses Fitzgerald gedacht. Aber da habe ich auch gedacht, wo du sagst, Elliot, okay, ja, Elliot klingt irgendwie logischer. Ich habe mich irgendwie total beeinflussen lassen, aber weil du der Einzige warst, mit der scheinbar so ein bisschen selbstbewusst rangeht, habe ich gedacht, okay, lass einfach deinen blöden Tipp. Einer muss ja hier ein bisschen schisseln. 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 Machst du denn bitte weiter? Ich habe gedacht, das ist schon wieder vorhin, ne? Was? Wir haben erst eine Runde gespielt. Das ist ja unerhört. Eine Runde Videospiele und dann ist schon vorbei. Ich bin auch klar. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit so schnell. Wenn man gut ist, dann geht es so schnell. Vielleicht machen wir eine längere Folge draus. Vielleicht aber auch nicht. Die Stelle wurde jetzt gerade rausgeschnitten. So, das war dann auch schon die Folge von Let's Quiz. Die anderen Scheißkategorien haben wir so lange gespielt und Videospiele da... Alter, ich will es nicht immer wieder rausschneiden. Ja, was willst du denn rausschneiden? Das wirkt dann total scheiße für mich. Wenn ich sage, nee, dann mach mal so eine kurze Folge, du Arsch. Wir wollen noch Expanded Bros spielen, das ist ruhig. So, das war dann auch wieder eine weitere Folge von Let's Quiz zu Gäser, wer Millionär. Staffel 2 mit mir, dem EdTP, und dazu hatten wir den Hannes. Bis dann, Leute. Tschüss.